Ja, unser Hirn liebt es, wenn nicht so viel Energie verbraucht wird. Und deshalb suchen wir immer Gelegenheiten, um den Energieverbrauch so gering wie möglich zu halten. Und da gibt es so ein besonders eindringliches Beispiel, das sind die Bandwürmer. Also die Bandwürmer hatten früher mal Vorfahren, das waren richtige springlebendige kleine Würmchen, die in der Erde gewohnt haben. Und die haben wunderbar sich da im Leben unter der Erde zurechtgefunden und haben was zu fressen gefunden und haben auch sich verpaart und so ein richtiges Wurmleben eben. Und einige von diesen Vorläufern der Bandwürmer haben sich dann einen Lebensraum erschlossen, als dann andere Tiere auch noch da waren, also Säugetiere beispielsweise, haben sich dann einen Lebensraum erschlossen, wo es hirntechnisch sozusagen energiesparend dazu ging. Das war der Darm. Da war es dann immer warm. Da konnte man nicht gefressen werden. Da brauchte man sich auch gar nicht um irgendwas zu kümmern mit seinem kleinen Wurmgehirn. Und dann sind sie auch noch Zwitter geworden, sodass sie die ganzen Partnerschaftsprobleme auch noch los waren. Und das Ergebnis dieser wunderbaren Suche nach dem bequemen Ort, an dem man sein Leben verbringt, kann man heute besichtigen, wenn man mal so einen Bandwurm fängt. Mit der Rasierklinge kann man den Kopf so aufschneiden in zwei Hälften und wird überrascht sein, da ist nichts drin. Das Hirn ist weg. Also mit anderen Worten, wenn man ein Leben führt, in dem man kaum noch ein Hirn braucht, schrumpelt es einem weg. Weil ich manchmal auch gefragt werde, ob denn das, was ich da alles so erzähle, auch wissenschaftlich belegt sei. Und ich habe jetzt gerade wieder eine sehr wichtige wissenschaftliche Studie gefunden, die ist von Kollegen und Kolleginnen aus der Universität Würzburg gemacht worden. Und die haben herausgefunden, dass Kühe, also Milchkühe, wenn man die dann vor die Wahl stellt, ob sie lieber im Stall sind oder draußen auf der Weide, dass sie lieber auf die Weide verzichten und im Stall bleiben. Und ihr ahnt schon, von wem diese Studie gesponsert worden ist. Es macht auch deutlich, dass wenn man als Milchkuh das ganze Leben lang in einem Stall zugebracht hat, dass man dann sich nicht wohlfühlt draußen auf der Weide. Und ich nenne das gerne das Haustiersyndrom, von dem wir leider auch schon alle ein bisschen befallen sind. Ihr natürlich nicht, aber bei einigen hat man schon das Gefühl, wie schlimm das Haustiersyndrom, also dieses Domestizierungssyndrom, sich auswirken kann. Das ist schon in den 50er Jahren an Eseln nachgewiesen worden. In Südamerika gibt es zwei Sorten von Eseln. Also es sind alles Hausesel, alle dieselbe Genetik, aber manche sind sozusagen den Bauern abgehauen und haben sich verwilderten Hauseselherden draußen in der Pampa angeschlossen und andere sind im Stall geblieben. Und dann ist dann irgend so ein schlauer Wissenschaftler, mal so ein Gehirnforscher, auf die Idee gekommen und hat mal die Gehirne von den zu Hause gebliebenen Eseln mit denen verglichen, die abgehauen waren. Und siehe da, diese Abgehauenen hatten ungefähr ein Drittel mehr Gehirn. Also das scheint schon einen Einfluss zu haben. Und ja, danke. Ich muss einiges heute sagen, was nicht so ganz bequem ist, aber ihr haltet das schon aus. Es gibt noch eine zweite Ursache für Hirnschrumpfungen. Das ist eine sehr autoritäre Erziehung. Das ist erst in jüngeren Jahren rausgekommen, dass Kinder, die unter sehr autoritären Bedingungen erzogen werden, und das sind ja dann immer Bedingungen, wo die keinen richtigen Raum bekommen für ihre Entfaltung und wo sie ganz wenige eigene Erfahrungen machen können, wo sie immer alles so machen müssen, wie die entsprechende Vater oder Mutter oder wer auch immer Figur es ihnen vorschreibt, dann kommt es eben nicht zu dieser Entfaltung dieses wunderbaren Potenzials im Hirn, mit dem wir alle auf die Welt kommen. Diese Unmengen von Vernetzungen, die da schon mit auf die Welt gebracht werden und die dann später ein ganzes Leben lang sich immer noch weiter ausdehnen und
noch weiter vernetzen können. Und dieses Potenzial kann sich eben unter ungünstigen Bedingungen nicht so richtig entfalten. So, und die frohe Botschaft aus der Hirnforschung heißt jetzt, das ist zwar furchtbar, aber das könnte man zu jedem Zeitpunkt des Lebens nochmal ändern. Ja, also wir müssen nicht mit dieser Kümmerversion, die uns da geblieben ist, das ganze Leben lang rumrennen. Wir könnten auch so etwas machen wie hier, wo wir zusammenkommen und uns gegenseitig einladen und ermutigen und inspirieren, uns nochmal zu öffnen für die Vielfalt dieser wunderschönen Dinge, die es im Leben zu entdecken und zu gestalten gibt. Das, die Möglichkeit haben wir. Und wenn wir uns dann in dieser wunderbaren Welt umschauen, dann sehen wir, die haben wir zu einem erbärmlichen Ort umgestaltet. Also erbärmlich ist vielleicht wirklich das treffendste Wort. Es kann einem sozusagen das Grauen kommen, wenn man sich anschaut, was wir in den letzten paar Generationen mit diesem wunderschönen Erdball gemacht haben und wo diese und was wir mit dieser seit Jahrmillionen entstandenen natürlichen Vielfalt an Lebensformen, was wir da angestellt haben. Und da muss man sich dann schon fragen, wie eine Spezies dazu imstande ist. Und die Antwort will ich versuchen, mit euch gemeinsam heute rauszuarbeiten. Und ich will auch versuchen, einen Weg zu finden, wie wir aus dem Ganzen rauskommen. Und im Grunde genommen hat das der Seon eben schon besungen. Ich muss es nur jetzt eben, weil ich nicht so gut singen kann, hirntechnisch begründen. Aber das macht mir auch viel Freude. Und die erste wichtige Botschaft, die wir uns alle wahrscheinlich gar nicht so richtig klar machen, ist die, dass wir schon seit langer Zeit keinen Krieg mehr haben. Und dass das aber nicht so viel nützt, weil es ist immer noch kein richtiger Frieden auf der Erde. Und wenn wir so zurückschauen, dann stellen wir fest, dass zumindest hier in Mitteleuropa wir eigentlich über Generationen hinweg immer Krieg hatten. Also Krieg ist das, was die Menschen ständig begleitet hat. Unter Krieg haben die ihre Erfahrung gemacht. Wir wissen alle ganz genau, wie man Krieg macht und wie man sich streitet und wie man Recht behält und wie man andere niedermacht und wie man sich durchsetzt. Das haben wir alle wunderbar gelernt in diesen paar hundert oder wie viel Jahren. Aber wir haben nicht gelernt, wie man Frieden macht. Keine Gelegenheit dazu gewesen. Und jetzt haben wir schon 80 Jahre Frieden und haben es immer noch nicht hingekriegt. Und das muss ja irgendeinen Grund haben. Also dass man so, also entweder hat man schon Richtung Bandwurm alles verloren oder man ist mit irgendwelchen falschen Vorstellungen unterwegs. Und in der Tat ist es ja so, dass wenn Menschen sich streiten, dann streiten sich ja nicht die ganzen Personen, sondern da streiten sich Vorstellungen. Der eine meint, es sei so, der andere meint, es sei so. Und der eine sagt, er hätte recht, der andere denkt auch, er hätte recht. Und dann hauen sie sich die Köpfe ein. Und diese Vorstellungen, die sind verankert in diesem vorderen Bereich, also im sogenannten präfrontalen Kortex. Die kommen da auch nicht von alleine rein, die muss man im Laufe seines Lebens aus da oben einbauen. Die präfrontale Rinde weiß nicht, wie das mit den Vorstellungen geht, aber wir kommen sozusagen mit der Möglichkeit zur Welt, alles zu lernen. Und wir haben es ja eben gehört, was da Kinder alles so anstellen und wie die Welt erschließen und wie die Gestalter der ganzen ersten Lernprozesse sind. Das Kind konstruiert sozusagen sich sein Wissen selbst und hat schon von Anfang an dieses Bedürfnis, die Welt zu entdecken und zu gestalten, das muss ihm niemand beibringen. Und so lernen Kinder als Subjekte, also sie als die Gestalter ihres eigenen Lernprozesses, lernen, wie man sich in der Welt zurechtfindet. Es ist so großartig, dass uns eigentlich der Atem stillstehen müsste, wenn man sich überlegt, was so ein kleines Kind aus dem Nichts heraus innerhalb von ein, zwei Jahren lernt. Also auf zwei Beinen gehen, was das für ein Kunststück sein muss, wenn man vorher immer nur so rumgerollt ist. Und das sieht man dann ja auch, wie glücklich so ein Kind ist, wenn sich das dann das erste Mal am Tischbein so hochgezogen hat und dann steht es so. Und
guck die Mama an. Dann merkt man, hey, das hat die Mama dem Kind nicht beigebracht, sondern das kommt aus dem Kind heraus. Das will es. Es will laufen lernen. Es will die Sprache lernen. Und deshalb geht es auch so gut, solange es will. Und wollen kann ja nur ein Subjekt etwas, also ein Kind, was sich selbst als Gestalter erlebt. Und dann ist es eben leider so in unserer Welt, in unserer von Krieg bestimmten Denkweise und unseren Vorstellungen, dass wir dann glauben, wir müssten das Kind erziehen. Also Erziehung, das habe ich dann auch lernen müssen, ist der Begriff, der Terminus technicus, also der Fachausdruck der Obstbauern für das, was sie mit den Obstbäumen machen. Wenn sie die Zweige an die Äste festbinden. Das ist Erziehung. Man trimmt den Baum auf eine Weise zurecht, dass er maximalen Ertrag bringt. Und wenn dann doch noch Äste rauswachsen, dann werden die abgeschnitten. Das heißt dann Erziehungsschnitt. Und als ich das gehört habe, ist mir ganz übel geworden. Und ich mag diesen Begriff Erziehung deshalb nicht mehr so gerne überhaupt in den Mund nehmen. Aber er ist eben sozusagen in unserer Gesellschaft weit verbreitet, weil wir glauben, wir müssten den Kindern alles beibringen. Also wir haben als Erwachsene Vorstellungen davon, worauf es ankommt und machen das Kind. Und jetzt komme ich zu diesem Punkt, wo dann der Schrumpfungsprozess einsetzt. Wir machen das Kind zum Objekt unserer Vorstellung, unserer Absichten, unserer Ziele. Wir machen das Kind zum Objekt unserer Belehrungen und dann auch noch unserer Bewertungen, dann auch noch unserer Maßnahmen. Und unter diesen Bedingungen verliert das Kind zwangsläufig sein Interesse an eigenen Entdeckungen und an dem eigenen Gestalten dieser Welt. Es erlebt, dass seine beiden Grundbedürfnisse, nämlich das nach Verbundenheit, mit dem es auf die Welt gekommen ist, und das nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten, das es auch schon mit auf die Welt gebracht hat, also nach Autonomie, später nennt man das Freiheit, dass die beide nicht gestillt werden können. Und jetzt wird es interessant, weil jetzt der Hirnforscher kommt und sagt, das, was im Hirn verankert wird, ist nicht das Problem, was man hat, sondern die Lösung. Das ist jetzt wirklich wichtig, weil wir dann plötzlich verstehen, dass ein Kind, was in eine solche miserable Situation gebracht wird, dass es merkt, es wird von der Mama oder dem Papa nur geliebt oder angenommen und gelobt oder was auch immer, wenn es deren Erwartungen erfüllt, das zwingt das Kind in eine Situation, wo es im Hirn sehr inkohärent zugeht, weil das hat es eigentlich nicht erwartet. André Stern hat das ja vorhin auch schon schön deutlich ausgeführt. Ein Kind erwartet nicht, dass es so, wie es ist, nicht richtig ist. Und in dem Augenblick, wo ihm das jemand sagt, dann signalisiert diese andere Person, dass sie nicht wirklich mit diesem Kind verbunden ist. Und damit wird das erste Grundbedürfnis verletzt, das ist schon schlimm genug, führt im Hirn zu einer massiven Unruhe, die hält man nicht lange aus, die verbraucht nämlich so viel Energie, dass dann im Hirn die Nervenzellen selber anfangen, an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit zu kommen und dann lassen die so Fortsätze auswachsen und suchen neue Möglichkeiten, sich zu verknüpfen, bis am Ende eine Lösung gefunden wird, dass das nicht mehr so wehtut. Und wenn man also Kinder daran hindert oder ihnen deutlich macht, dass sie nur dann in den Arm genommen werden und gesehen werden, wenn sie sich so verhalten, wie das die betreffende erwachsene Person im Kopf hat, dann gibt es da nicht so viele Lösungen. Manche geben auf und unterdrücken das Bedürfnis, überhaupt noch was gestalten zu wollen. Das geht. Dann geht man null Bock aus der Schule und Man ist nicht mehr das, was man mal war, sondern man macht jetzt das, was einem gesagt wird. Das ist sehr bequem. Und manche sind damit sehr erfolgreich. Und manche übernehmen auch die Lösung der Erwachsenen, die ihnen vorgelebt wird. Nicht die Erwachsenen zwängen den Kindern das Verhalten auf, sondern sie bringen das Kind in eine Situation, ich kann es ja richtig deutlich für euch sagen, die Erwachsenen haben euch, jeden Einzelnen von euch, immer wieder in eine Situation gebracht, wo ihr eine Lösung finden musstet. Und manche Lösungen führen dazu, dass man sein eigenes Bedürfnis unterdrückt
Und dann will man nicht mehr, dann will man manchmal auch nicht mehr dazugehören. Dann sagt man blöde Mama oder irgend so etwas. Und wenn es schlimm kommt, will man dann auch gar nichts mehr gestalten. Dann ist das auch noch weg. Und manche übernehmen die Lösung der Erwachsenen und machen einfach die anderen auch zum Objekt. Geht auch. Kann man auf dem Spielplatz dann auch schön beobachten, wie da so kleine, meistens Jungs, neuerdings aber auch Mädchen, also ist ja alles gleichberechtigt, wie die sich da so durchsetzen und die anderen vor ihren Karren spannen, jeweils mit immer geschickter werdenden Methoden. Und am Ende sind sie in der Schule der Anführer einer solchen kleinen Peergroup. Und wenn es dann so weitergeht und nicht irgendwas noch passiert, werden sie dann Führungskräfte in der Wirtschaft oder in der Politik. Das ist ein bisschen problematisch, weil sich in dieser Zeit in dem Kind etwas ausbildet, das nennen wir das innere Bild von dem, was es ist, also ein Ich-Konstrukt. So, das heißt, das Kind findet diese Lösung, identifiziert sich mit diesen Lösungen und marschiert dann los und wird das ganze Leben lang möglicherweise nicht wieder von diesen einmal gefundenen Lösungen runterkommen. Denn immer dann, wenn es einem Menschen gelingt, einen inkohärenten Zustand im Hirn, wo es durcheinander ist und viel Energie verbraucht wird, durch eine eigene Leistung, und die kann zum Teil eine ziemlich blöde Lösung sein, in einen kohärenteren Zustand zu verwandeln, dann wird ja im Hirn sozusagen Energie frei und die wird benutzt, um das zu aktivieren, was die Hirnforscher früher immer Belohnungszentrum genannt haben. Und dann werden da oben Botenstoffe ausgeschüttet, die Nervenzellen dazu bringen, dass die nochmal Fortsätze auswachsen, neue Verknüpfungen machen, mit dem Ergebnis, dass die Netzwerke im Hirn, die man benutzt hat, um zum Beispiel seine Entdeckerfreude zu unterdrücken oder andere umherzuschubsen und nach seiner eigenen Pfeife tanzen zu lassen, diese Netzwerke werden im Hirn dann immer weiter verstärkt. So kriegt man im Hirn aus anfänglich dünnen Wegen allmählich Straßen und manchmal sogar Autobahnen, und von denen kommt man nicht wieder runter. Und das, was dann entsteht, ist eine Vorstellung davon, wie man es machen muss. Die ist durch eine Erfahrung entstanden, und diese Erfahrung ist das Ergebnis einer bestimmten Lösung, die das Kind in einer bestimmten Situation gefunden hat. Ich hacke so auf diesen Vorstellungen herum, weil die im Hirn verankert werden, in der präfrontalen Rinde, und zwar sowohl als kognitives Netzwerk und als emotionales Netzwerk. Die hängen sozusagen zusammen, weil das ist ja auch einmal unter die Haut gegangen, wenn man in so eine schwierige Situation gebracht worden ist und dann so eine Lösung finden muss. Und diese Vorstellung, die Menschen dann zu haben, man nennt das auch manchmal eine innere Einstellung oder eine feste Überzeugung oder eine Haltung, das ist das eigentliche Problem, vor dem wir heute stehen. So, und wir versuchen jetzt, Menschen zu verändern. Und da ist vielleicht die wichtigste Botschaft, die ich euch dann mitgeben kann: Hört endlich auf damit. Man kann keinen Menschen verändern. Aber, also klar, man kann natürlich einen anderen Menschen dazu bringen, dass der sich erstmal, solange man dabei ist und die Belohnung austeilt oder die Strafen androht, dass der sich so verhält, wie man das will. Das ist aber keine Veränderung, das ist nur Dressur, Abrichtung. Dann macht er halt das, dann lernt er das und dann verhält er sich so, wie man das will. Das hat mit Veränderung wenig zu tun und fällt ja auch sofort wieder zurück, wenn man weg ist. Das heißt, das ist nicht in ihm, sondern das macht er nur auf diesen äußeren Druck hin. Und deshalb hat sich aber trotzdem leider in unserem Bildungssystem und in vielen anderen Bereichen, auch in der Medizin, in der Psychotherapie und sonst wo, diese Vorstellung durchgesetzt, man könne den anderen verändern. Viele Eltern glauben immer noch, sie könnten ihre Kinder verändern. Lebenspartner denken, sie könnten ihren Partner verändern. Kinder, wenn sie dann erwachsen sind, hätten gerne die Eltern geändert, die Nachbarn oder die Kollegen oder den Vorgesetzten. Es geht nicht. Ihr könnt sie abrichten und dressieren, wenn ihr die Peitsche lang genug habt, aber ihr könnt sie nicht verändern. Die würden sich nur dann ändern, jetzt kommt aber der wichtige Punkt, deshalb muss man noch nicht aufgeben, nur weil man bisher falsch unterwegs war. Und wir waren in den letzten Jahrhunderten ziemlich grottenfalsch unterwegs.
mit unseren Veränderungsversuchen, wo wir die Leute dann doch eher abgerichtet haben. Man kann natürlich jederzeit einen anderen Menschen einladen und ermutigen und inspirieren, dass der nochmal will und dass der nochmal sich öffnet für eine neue Erfahrung. Ihr könnt mal irgendjemanden von euren Nachbarn das nächste Mal mit hierher bringen und könnt ihn das mal erleben lassen, was hier los ist. Vielleicht geht ihm das Hirn auf. Thank you.